Norman, erstmal herzlich willkommen beim 1. FC Heidenheim. Wie fühlst du dich? Dankeschön erstmal. Ja, durchweg positiv. Ich wurde gut aufgenommen von den Jungs. Jetzt warst du ja jahrelang bei Eintracht Braunschweig. Hast natürlich auch in vielen Spielen gegen den 1. FC Heidenheim gespielt. Wie hast du den 1. FC Heidenheim immer wahrgenommen? Ja, es hat natürlich schon früh begonnen, also gegen Heidenheim zu spielen. Das war jetzt nicht nur mit Braunschweig, sondern schon mit Frankfurt 2. Und dann war es ja noch damals Regionalliga. Und dann hat man schon den Weg oft beobachtet, von der Regionalliga dann in die dritte Liga. Und dann, ja, dann auch von der dritten in die zweite Liga. Also man hat da schon, oder ich habe da schon hingeguckt. Deine erste Eindrücke allgemein vom 1. FC Heidenheim und auch vom Umfeld? Ja, recht weg positiv, muss ich sagen. Es ist alles gut organisiert, alles gut strukturiert. Und ja, es ist eigentlich kein großer Unterschied oder kaum ein Unterschied zu Braunschweig. Jetzt haben wir nicht mehr lange bis zum ersten Spieltag in der zweiten Liga gegen 60 München zu Hause. Wie sehr brennst du schon? Ja, klar. Das ist natürlich gleich ein Kracher zum Anfang hier. Und man freut sich natürlich, klar, wenn man auch sieht, wie viele Dauerkarten verkauft wurde, ist natürlich eine riesen Euphorie in der Stadt und auch Umgebung. Und das ist natürlich herrlich. Super, ich danke dir. Bitte.